Entwicklung der Bildhauerei erwähnen. Angefangen im 10. Jahrhundert vor unserer Zeit, gemäß sich die Zahl der aus Marmor hergestellten Denkmäler und Statuen. Dies verschönerte noch mehr die Stadt und gab ihr sogar den Namen die Stadt der Statuen. Bei den Ausgrabungen haben die albanischen Archäologen sehr schöne Skulpturen entdeckt. In der Zeit der volksfeindlichen Regime wurden zahlreiche von diesen Werken von ausländischen Archäologen ausgeplündert. Heute befinden sich viele Funde in den Museen in Paris, in Wien, in Neapel. Nach der Errichtung der Volksmacht hat man der Ausplünderung von Kulturgegenständen ein Ende gesetzt. Jeder Kulturgegenstand, der auf albanischem Boden ausgegraben wurde, ist heute Eigentum des Volkes und er wird vom Staat geschützt. Viele Skulpturen, die albanischen Archäologen in Apollonia entdeckt haben, findet man heute im Museum Apollonia, im Historischen Nationalmuseum oder im Archäologischen Museum in Tirana. Neben den monumentalen Skulpturen sind in Apollonia auch die Studien von großem Interesse, die man über die Hügelgräber durchgeführt hat. Die Hügelgräber sind eine Dokumentation von den Beisetzungen der Indiger. Die Hügelgräber Apollonia sprechen von der Präsenz des indirischen Elementes in dieser Stadt schon in den ältesten Zeiten ihrer Existenz. Apollonia, diese Stadt der Statuen, wird in unseren Tagen von zahlreichen Menschen, Archäologen und Forschern aus verschiedenen Ländern sowie von einfachen Menschen besucht. Die wunderschönen Skulpturen und Gedenkmäler in Apollonia sprechen in der Kunstsprache von der alten illyrischen Kultur und ihrer Blütezeit. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war unsere Sendereihe Geschichtliche und kulturelle Traditionen des albanischen Volkes. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir laden Sie nun ein zu dem Kommentar Revisionismus bedeutet Spaltung und fehlende Einheit.